Hallo Leute, Crossout-Freunde. Heute mal, das habe ich noch nie gemacht, ein kurzer Clip über Clan-Internas von GTK. Ich bin seit 1,5 Jahren Clan-Leader von GTK auf der PS4 in Crossout. Und wie das halt so ist, kommen Leute dabei und verlassen den Clan auch wieder. Und gestern hat auch ein Streamer, der Killer Legend PS4, so heißt sein Kanal, GTK verlassen, um sich einem anderen Clan anzuschließen. Und hat das live im Livestream gemacht. Den habe ich hier mal aufgerufen. Hier. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten und auch ein bisschen kommentieren. Ich den Clan heute Abend jetzt verlassen, weil ich habe ja dann die 72-Stunden-Sperre. Deswegen werde ich Ja, das jetzt mal klar. so machen. Man muss dazu sagen, gestern Abend ist Clan Wars geworden. Es war nicht erfolgreich. Es war schlecht. Schlecht gespielt, alles Mögliche. Und auch die Gruppe, die hinterher, wo Killer Legend und Busy gespielt haben, hatten auch keinen guten Lauf. Also nicht erst Sonntag. Nee. Jetzt ist ja noch das noch immer noch Clan-Mitglied Visi mit dabei, der eben halt Killer Legend fragt. Und einmal gibt es, wenn man einen Clan in Crossout verlässt, eine 72-Stunden-Sperre. Und dann kann man wechseln, beziehungsweise wenn man dann in einen neuen Clan reingeht, kann man mit dem Clan Clan-Kriege spielen. Gestern war Donnerstag und war die letzte, nein, nicht die letzte, war der dritte Clan Wars Spieltag. Wir spielen immer montags Mittag, wenn es zustande kommt, dienstags abends und donnerstags abends. Und dann am Wochenende, samstags und sonntags, je nach Bedarf, um in die Punkte zu kommen. Wie gesagt, die Dienstag, der Montag ist gar nicht gespielt worden. Dienstag ist nicht gut gelaufen. Donnerstag ist nicht gut gelaufen. Und Visi fragt jetzt, ob der Killer Legend den Clan verlassen will. Ja, und heute, ja, wegen der 72-Stunden-Sperre. Und jetzt macht Killer Folgendes. Geht in sein Ja. Lager und guckt auf Okay. Ressourcen. Da sind 11 Uran drin und bekommt pro Sieg im Clan War ein Uran. Wenn man den Scanner drin hat, bekommt man 2 Uran. Ursprünglich hatte er wohl vor, am Sonntag den Clan zu verlassen. Also war es wahrscheinlich nicht so klar mit der 72-Stunden-Sperre, aber jetzt macht er Folgendes. Lohnt sich das? Man kann das richtig in seinem Kopf lesen. Es lohnt sich ja nicht mehr bis Sonntag zu warten, weil in die Top 60 kommen wir wahrscheinlich eh nicht, weil sehr viele angedeutet hatten, dass sie am Wochenende nicht spielen können, aus privaten Gründen. Also guckt er nochmal zur Sicherheit, ob er denn genug Siege gehabt hat, um diese 10 Uran, weil ab 10 Uran kann man ja erst verkaufen. Okay. Und was hat Duffel gesagt oder wie ist so abgelaufen? Keine Ahnung. Ja, das war total okay grundsätzlich, ne? Also, Ja, er war einverständnisvoll oder so. Ja, der war einverstanden, auf jeden Fall, ja. Wen wollt Mo denn noch mit rübernehmen von GTK, weißt du das? Ja, grundsätzlich schon. Ich bin ja mal hier im Stream, ne? Das ist auch nicht unbedingt mal so berühmt. Das sollen die Leute selbst, weißt du, dann wenn die sagen. Weil ich Ja, weiß achso, du von streamst einem. gerade. Ja, ich weiß von einem nur, aber Der Name ist mir natürlich mittlerweile bekannt, war mir vorher aber auch klar. Und ist alles in Ordnung. Also Reisende soll man nicht ziehen lassen. Finde die Form, die der Killer Legend da jetzt hier gewählt hat in seinem Livestream, amüsiert mich und finde ich einen geilen Abschied. weiß ich nicht. Es soll ja auch nicht sein, dass jetzt, weißt du, dass irgendwie Nee.
leer wird nachher oder so, ne? Das sowieso nicht. Danke, Wissi, für den Kommentar. Das beruhigt mich, dann weiß ich ja, das wird alle gehen. Ja, ja. Das sieht Killer Legend anscheinend anders. Ja, ja, also ich werde mal auf jeden Fall die Mail vorbereiten und gehen mal schnell aus der Party raus und lade dich sonst nachher wieder ein, ja? Jo. Okay, bis gleich. Juhu. Ja, liebe Leute, ist offiziell, ich werde auf jeden Fall GTK heute Abend verlassen und zu Mo in den Clan gehen. Mo, ja, von BMO gekickt worden. BMO sind diese Leute hier, Platz Nummer 1 hier bei Crossout. Und ja, sieht so aus, als werden wir dann effektiv einen Versuch wagen, Ziel Top 30 mit Mo zusammen, mit ein paar Leuten. Das heißt also, ich werde heute Abend GTK verlassen und wie gesagt zum Mo wechseln. Deswegen werde ich jetzt auch noch so eine kleine Abschieds-Mail an meine Freunde hier bei GTK schreiben. Na, gehört sich so, ich habe mich auf jeden Fall. Doch nochmal kurz stoppen, weil jetzt ist. Glaube ich ihm nicht mehr, dass es nicht inszeniert ist, weil in dem Moment, wo er in das Menü reingeht, um die Nachricht an die Nachrichtengruppe von GTK zu schreiben, kommt eine melodramatische Melodie, die diese ganze Nachrichtenangabe, Eingabe begleitet. Auf jeden Fall ordnungsgemäß bei Duffel abgemeldet. Das haben die auf jeden Fall verdient, die Jungs. Ja, danke, Doppel. ja, wie fängt man sowas an? Also auch das, ne? Er wird den Text schon längst im Kopf haben. Ich lasse auch noch den Anfang laufen und dann kürze ich das, versuche ich das mal abzukürzen. 27. PC-Spieler werden das wahrscheinlich gar nicht wissen. Auf der PlayStation gibt man den Text, obwohl es möglich ist, eine Tastatur anzuschließen, aber man gibt sie in der Regel über den Controller ein. Und das ist sehr, sehr mühselig. Also es ist nicht zu vergleichen, wie auf dem Smartphone WhatsApp zu schreiben. Und wie gesagt, die Hintergrundmusik ist nie damit gemacht, wenn er gleich an eine Stelle kommt mit Herzen, jetzt. Bleib im Herzen, GTK. Wie gesagt, ich habe schon viele Clan-Members mitgekriegt, auch in anderen Clans. Aber so ein inszenierter Abschied und auch noch im Livestream. Hochachtung ist mir natürlich tausendmal lieber und wäre auch jedem Clan-Leader tausendmal lieber, als einfach den Clan zu verlassen ohne Worte und Clan zu wechseln. So, also, ja, boah, krass, schon ein bisschen, Hühnerhaut habe ich schon ein bisschen, ne? Glaube ich dir, Killer. Das ist gar nicht mal so. Ich glaube, man kann es hier auch stoppen irgendwie. Ich wollte nur mal kurz einen Einblick geben, weil das erlebt man auch als Clan-Leader nicht alle Tage. Vielen Dank dafür, Killer Legend. Ich wünsche dir viel Erfolg bei DNA. Und ich denke, das sollte aber auch erstmal gewesen sein mit Internas aus GTK. Und ich werde demnächst wieder Cross-Videos machen. Klar, oh Leute. Bis zum nächsten Mal.